Stehen bleiben, Blick nach unten. Weitergehen. Anrede, Herr Hauptmann. Herein. Setzen Sie sich. Hände unter die Schenkelflächen nach unten. Was haben Sie uns zu erzählen? Ich habe nichts getan. Ich weiß nichts. Sie haben nichts getan, wissen nichts. Sie glauben also, dass wir unbescholtene Bürger einfach so einsperren, aus einer Laune heraus? Nein, ich... Wenn Sie unserem humanistischen System so etwas zutrauen, dann hätten wir ja schon recht, Sie zu verhaften, auch wenn sonst gar nichts wäre. Wir wollen Ihrem Gedächtnis ein wenig nachhelfen, Häftling 227. Ihr Freund und Nachbar, ein gewisser Pirmasens Dieter, hat am 28. September Republikflucht begangen. Und wir haben Grund zu der Annahme, dass ihm geholfen wurde. Ich weiß darüber gar nichts. Er hat mir nicht mal gesagt, dass er rüber wollte. Ich habe es erst im Betrieb erfahren. Beschreiben Sie mir doch bitte einmal, was Sie an diesem 28. September gemacht haben. Das habe ich doch schon zu Protokoll gegeben. Bitte noch einmal. Ich war mit meinen Kindern im Treptower Park spazieren, am Ehrenmal. Dort traf ich meinen alten Schulfreund Max Kirchner. Wir gingen zusammen zu ihm nach Hause und haben bis in die späten Abendstunden Musik gehört. Er hat ein Telefon, Sie können ihn anrufen, er wird Ihnen das alles bestätigen. Ich kann Ihnen gerne die Nummer geben. Die Gegner unseres Staates sind arrogant. Merken Sie sich das. Wir müssen Geduld haben mit Ihnen. Etwa 40 Stunden Geduld. Spulen wir ein wenig vor. Ich möchte schlafen. Bitte lassen Sie mich schlafen. Die Hände oder die Schenkel? Schildern Sie mir noch einmal, wie Sie den 28. September verbracht haben. Bitte. Nur eine Stunde, nur ein bisschen schlafen. Sagen Sie mir noch einmal, was Sie an diesem Tag gemacht haben. Warum müssen Sie ihn so lange wach halten? Ich meine... Das ist doch unmenschlich. Ein unschuldiger Häftling wird mit jeder Stunde, die man ihn länger da behält, zorniger, wegen der Ungerechtigkeit, die ihm widerfährt. Er schreit und tobt. Ein Schuldiger wird mit den Stunden ruhiger und schweigt oder weint. Er weiß, dass er zu Recht dort sitzt. Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist oder unschuldig, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann. Schulfreund Max Kirchner, wir sind zusammen zu ihm nach Hause gegangen und haben Musik gehört bis in die späten Abendstunden. Er hat ein Telefon, Sie können ihn anrufen, er wird das alles bestätigen. Fällt Ihnen etwas auf an seiner Aussage? Er sagt das Gleiche wie am Anfang. Er sagt dasselbe wie am Anfang, Wort für Wort. Wer die Wahrheit sagt, kann beliebig umformulieren. Tut das auch. Ein Lügner hat sich genaue Sätze zurechtgelegt, auf die er bei großer Anspannung zurückfällt. 227 lügt. Wir haben zwei wichtige Indizien und können die Intensität erhöhen. Wenn Sie uns den Namen des Fluchthelfers nicht nennen, muss ich noch heute Nacht Ihre Frau verhaften lassen. Jan und Nadja kommen in eine staatliche Erziehungsanstalt. Wollen Sie das? Wie heißt der Fluchthelfer? Wer war's? Gleske. Nochmal deutlicher. Gleske. Werner Gleske. Werner Gleske. Ruhe. Ruhe! Hören Sie! Kann mir jemand sagen, was das ist? Die Geruchskonserve für die Hunde. Sie ist bei jedem Gespräch mit Untersuchungshäftlingen abzunehmen und nie zu vergessen. Bei Verhören arbeiten Sie mit Feinden des Sozialismus.
Vergessen Sie das nie. Guten Tag.